Moin Moin und damit ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Die DFB-Pokalpause ist auch wieder vorüber. Ihr habt in den Kommentaren abgestimmt, dürft dann für den nächsten Spieltag sowohl für die zweite als auch für die dritte wiederum abstimmen. Tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr seht jetzt noch einmal die Spiele für diesen Spieltag im Überblick, dann noch die Tabelle und dann kann es eigentlich schon losgehen am Freitagabend mit der Partie Hamburger SV gegen den VfL Bochum. Viel Spaß! Der Hamburger SV und der VfL Bochum haben sich jeweils extrem schwer getan in ihrem DFB-Pokalduell, wobei der HSV zumindest spielerisch noch überzeugen konnte. Der VfL Bochum stellte Probleme in der Offensive und der Defensive klar und die nutzte auch der HSV aus. Vierte Minute, Jeremy Duziak wird hier gut in Szene gesetzt von Lukas Hinterseher und bereits das zweite Saisontor für den Neuzugang vom FC St. Pauli. Nun der VfL Bochum natürlich gefordert. Lee auf der Außenseite am Fünfer-Eck dann aber etwas überhastet mit der Abschlusssituation. Zu zentral geschossen, sodass Heuer Fernandes keine Probleme hat, den zu parieren. Kurz vor dem Seitenwechsel der HSV nochmal über Jamra, der mit der schönen Flanke gegen seinen Ex-Club und auch er, Lukas Hinterseher, nickt ein und trifft die alten Weggefährten mitten ins Herz. Gegen die Laufrichtung, Riemann kommt nicht mehr rechtzeitig runter. Und es stand 2:0. Der Anschluss vor der Pause sollte noch her, doch Heuer Fernandes war zunächst nicht zu überwinden. Der HSV wollte jetzt das erste Heimspiel auch dann mal gewinnen nach dem 1:1 gegen Darmstadt. Und damit 7 Punkte nach 3 Spielen klar machen. Es stand noch schwere 45 Minuten an, weil dort scheinbar die richtigen Worte gewählt hatte. Jean Voulard zu Lee. Die Flanke und Zoller, der Abnehmer, setzt sich da richtig gut durch, aber die Reaktion von Heuer Fernandes ist wieder sehr, sehr positiv hervorzuheben. Kratzt da raus. Stark gemacht. Den Gästen lief jetzt auch ein Stück weit die Zeit davon und es gab Kontersituationen für den HSV. Hinterseher legt nochmal zurück. Sonny Kittel setzt ja gegen den Chemnitzer FC einen Freistoß schön unter die Latte. Brachte damit die Hoffnung zurück beim HSV. Am Ende, wie gesagt, setzen sie sich durch. Nochmal eine Möglichkeit für den HSV in der Nachspielzeit. Jeremy Duziak testet ein letztes Mal Manuel Riemann, der im zweiten Durchgang ohne Gegentreffer bleibt. Unter dem Strich gewinnt der HSV aber hochverdient gegen den VfL Bochum. Die qualitativen Unterschiede an diesem Freitagabend waren einfach zu eklatant. Der VfB Stuttgart hat zumindest 4 Punkte aus den ersten 3 Spielen holen können. Gegen Hannover und Heidenheim ist das eine ganz gute Ausbeute. Der FC St. Pauli enttäuschte insbesondere beim Heimspiel gegen Greuther Fürth. Gegen Stuttgart in der klaren Außenseiterrolle hatten sie dann zumindest die erste offensive Aktion. Miyaichi für seine Größe gar nicht so kopfballungefährlich. In dieser Szene war es nicht mal annähernd brenzlig. Nun die Schwaben natürlich gefordert und sie lieferten ab. Askar Siba in der 21. Spielminute wird hier noch im letzten Moment entscheidend von Buballa gehindert am gefährlichen Abschluss, sodass Himmelmann nicht eingreifen muss. Das wäre sonst ziemlich gefährlich geworden. Knapp über eine halbe Stunde gespielt. Der FC St. Pauli tat nicht ganz so viel fürs Spiel, kam immer wieder in Gegenangriffssituationen und dann musst du solche Chancen natürlich verwandeln und nicht wie Diamantakos fahrlässig liegen lassen. Der muss zumindest auf den Kasten kommen. Den verreißt er komplett. Zweiter Durchgang. Der brauchte dann einige Minuten, um in Fahrt zu kommen. Der VfB Stuttgart aber dann erstmal besser. Auch wenn es hier nicht wirklich gefährlich wird. Himmelmann hat Probleme mit dieser Flanke von rechts umzugehen.
wehrt ihn in die Mitte ab. Das ist äußerst unglücklich. Gomez wird dann von Möller-Deli angeschossen. Am Ende kein Torschrei. 20 Minuten noch. Der VfB drückte jetzt auf den Führungstreffer. Wieder Askar Sibar, gut in Szene gesetzt. Von Mario Gomez, der den Ball einmal annimmt, dann weiterleitet. Aber Himmelmann passt auf und hält dieses 0:0 erstmal fest. Wir springen in die Schlussphase. Nochmal der VfB. Sosa. Al-Ghadioui mit der Flanke. Deli klärt schlecht und Mario Gomez. Nochmal ein Moment des Herzstillstands beim FC St. Pauli. Doch mit diesem Schrecken kam sie dann noch glimpflich davon. Am Ende hätte der VfB sich den Dreier sichern müssen. Pauli bleibt zwar sieglos, doch moralisch ist dieser Punkt gegen den VfB Stuttgart vermutlich ziemlich viel wert. Holstein Kiel ist mit einem Punkt nach zwei Spielen nicht unbedingt zufrieden mit der Ausbeute. Unter Neutrainer André Schubert, Karlsruhe hingegen 6 Punkte. Das ist richtig top, was der Aufsteiger da spielt. Und so waren sie hier auch in der Anfangsphase direkt in guter Möglichkeit, hier den Treffer zu erzielen. Doch Philipp Hofmann trifft nach Parade von Reimann nur den Pfosten. Doch die weiß gekleideten Gäste waren hier spielbestimmt. Rosbach mit der Flanke. Pourier, der sich gut auf den Elfmeterpunkt absetzt, dann direkt abschließt. Aber noch nicht vom Glück verfolgt war in dieser Szene. Kommt etwas zu zentral und dann kann der pariert werden. Holstein Kiel brauchte eine Zeit, um hier reinzufinden. Dann Gordon, Tiede, Vanicek. Kiel setzt vorne nach. Lux den Ball knapp 35 Meter vor dem gegnerischen Gehäuse ab. Sander, der setzt sich durch. Der Abschluss ist dann zu wenig. Doch zumindest warten die Kieler Störche auf zum Ende des ersten Durchgangs. Und mit dieser guten Einstellung wollten sie auch in die zweite Hälfte starten. Das ist wieder Holstein Kiel. Mühling legt auf und Opoff pariert richtig gut. Das hätte schon sein können. Aber er fährt die linke Hand aus und hält wirklich sensationell aus extrem kurzer Distanz. Doch die Störche legt noch einen Gang zu. Das ist Makana Baku. Legt in die Mitte und das Jaesung Lee. Stunde gespielt. Jetzt war der Treffer da für Holstein Kiel, mittlerweile gar nicht mal mehr unverdient. Doch Karlsruhe wusste sofort zu antworten. Hofmann verliert zwar erst den Ball, erkämpft ihn sich dann aber wieder. Bringt die Flanke mal selber und Pourier mit dem Kopfball. Noch zu glücklos, doch zur Schlussphase kam der KSC nochmal richtig gut in die Partie. Vanicek mit der Flanke und das Marvin Pourier und jetzt war der Ausgleich da. 76. Minute, das zweite Saisontor des Stürmers. Und dieses markiert da dann auch den Ausgleich. Über 90 Minuten hinweg gesehen geht das in Ordnung. Karlsruhe bleibt weiterhin ungeschlagen.
So, und dann schauen wir noch einmal kurz auf die Ergebnisse und die folgerichtige Tabelle der zweiten Bundesliga. Ihr könnt gerne auf Stopp drücken, wenn ihr da genauer drauf eingehen wollt. Ansonsten kommen wir jetzt zur dritten Liga. Ihr seht, es wurde abgestimmt. Drei Spiele haben ja die meisten Kommentare logischerweise ausgemacht. Ich habe jetzt Uerdingen gegen Ingolstadt noch auch kurz mit reingenommen als Zusatz, weil das ja eine ziemliche Spitzenpartie ist. Ansonsten, auch hier schauen wir noch einmal kurz auf die Spiele, dann auf die Tabelle und dann kann es losgehen mit dem Derby Chemnitzer FC gegen den ersten FC Magdeburg. Wie gesagt, danke fürs Reinschalten und viel Spaß. Der Chemnitzer FC flog ärgerlich gegen den HSV im Pokal raus. Im Elfmeterschießen erst mussten sie sich geschlagen geben. Der erste FC Magdeburg flog ebenfalls raus in der Verlängerung gegen Freiburg. Hier kamen sie besser rein und markierten in der 11. Minute den Führungstreffer. Vorlage Sören Bertram, Abnehmer Manfred Osei Quadwo. Setzt er direkt unters Dach, ist er am zweiten Pfosten zu frei. Und Magdeburg machte das richtig stark. Chemnitz in der Defensive teilweise komplett ohne Sinn und Verstand. Und so machte Kvesic in der 25. Minute das 2 zu 0. Nach dem Ligasieg gegen Meppen, dem so erlösenden für Magdeburg, wollte man hier direkt den nächsten Dreier in der Liga nachlegen. Der Chemnitzer FC wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg. Bonga mit der Flanke, Bosic, der noch angeschlagen raus musste gegen den HSV, war wieder dabei, setzt hier den Kopfball auf den Kasten von Behrens, der aber aufpasst. Macht er ganz souverän. Zweiter Durchgang, der erste FC Magdeburg wollte hier keine Fragezeichen mehr zulassen. Kvesic und Christian Beck. Doch Jakub Boff ist auch ein richtig guter. Und verhindert mit dieser Tat die Vorentscheidung. Der hätte durchaus platziert im rechten Eck gepasst. Und der Chemnitzer FC, wie schon so häufig in dieser Saison, spielerisch nicht schlecht, aber ohne Glück. Garcia dann aus rund 15 Metern setzt er den Ball aufs lange Eck. Zumindest visiert er dieses an. Vorbei geht er dann doch ein paar Meter. Und Magdeburg wusste jetzt die Führung richtig auszuspielen. Kam dann nochmal. Pertl, Beck verlängert über Umwege zu Kvesic. Und das 3 zu 0 in der 68. Minute machte hier dann den Deckel drauf. So viel haben sich die Chemnitzer nicht vorzuwerfen. Magdeburg war vor dem Gehäuse einfach kaltschnäuziger und somit entscheiden sie diese Partie am Freitagabend ganz klar mit 3 zu 0 für sich. Der KFC Uerdingen und der FC Ingolstadt, zwei Favoriten auf den Aufstieg, zumindest gehören sie zum festen Kreis der 4-5 Mannschaften, die immer genannt werden. Ingolstadt hatte die erste Halbchance. Susek mit dem Kopfball. Der war jetzt nicht wirklich gefährlich, doch es war zumindest mal eine Annäherung und wollte Druck auf die Krefelder ausüben. Auch wenn noch ohne großen Erfolg. Doch die Schanzer hier deutlich besser in der Partie. Mit Gauss über die linke Seite. Stefan Kutschke und wieder Susek. Diesmal mit der Flanke und Beister. Maximilian Beister zieht den rechts vorbei. Fast unmöglich, den am langen Eck vorbeizusetzen, aber es war auch wirklich schwer zu managen. Zweiter Durchgang, die erste Möglichkeit und dann auch der Treffer. Kevin Großkreuz per Kopf, nicht unbedingt so bekannt geworden. Aber jetzt ist er da und nach einer knappen Stunde stand es 1 zu 0. Nun der FC Ingolstadt. Kaya setzt sich da gut gegen Lukimia durch und hat das Auge für Thalhammer. Und nur knappe 5 Minuten später war das schon wieder egalisiert. Dieses 1 zu 0. Thalhammer hämmert ein.
Es war jetzt eine offene Partie. Wir springen in die letzte Minute. Gauss mit dem Fehler und Osayaman Osawe mit dem Lucky Punch. 90. Minute. Was für ein mega Bock von Gauss. Und somit gewinnt dieses Top-Duell der KFC Uerding. Glücklich, aber nicht unverdient. Der 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig, eine Traditionsduell, wie sie auch wunderbar in der Bundesliga klingen könnte. Die Realität sieht anders aus und so trafen die Roten Teufel auf die blau-gelben Löwen. Die erste Möglichkeit hatte der linke Außenverteidiger Kijewski für die Braunschweiger. Nette Direktabnahme, doch etwas zu viel Risiko und somit keine Gefahr für Grills Kasten. Und Braunschweig dominierte den ersten Durchgang. Marcel Bär zu Martin Kubilanski. Und diesmal kann sich Grill auch auszeichnen. Super Parade, auch stark von Kubilanski gemacht, wie er hier den Ball verteidigt. Dann abschließt aus der Drehung und Grill diesen platzierten Schuss zum Eckballabwehr. Nun auch die Gastgeber gefordert und auch dann präsent. Timmy Thiele per Kopf. Nach der Riesenfeier gegen den 1. FSV Mainz 05 im Pokal wollte man hier den Betzenberg wieder richtig weiterhin aufleben lassen. Skarlatidis, Bachmann, gut durchgesteckt und Hämlein muss es natürlich machen. Doch der Treffer hätte sowieso nicht gezählt. Trotzdem starke Parade von Fejzić. Hämlein muss den normalerweise verwandeln, ob abseits oder nicht. Wieder Hämlein. Geht mit dem Ball nochmal aus dem Strafraum. Nimmt Skarlatidis mit Hämlein. Und dann Fejzić, der den Ball abfängt. Der Ball ist zwar hinter der Linie, doch Starke verliert dann ein bisschen das Gleichgewicht. Haut dann Fejzić um. Treffer zählte natürlich nicht. Wir warteten weiterhin auf das erste Tor und so auch viele zehntausende Zuschauer auf den Rängen. Marcel Bär, nein, auch weiterhin noch kein Treffer. Wieder Grill, den Schlussmännern konnte man wirklich nur gratulieren zu richtig starken Leistungen. Doch sollte in der Schlussphase noch was passieren. Thiele zu zentral. Fejzić ist wieder da und einen erfahrenen Mann wie ihn bringt so ein zu zentral geschossener Schuss natürlich nicht aus der Ruhe, wenngleich er ihn nicht sogar vielleicht hätte festhalten können. Letzte Aktion der Partie. Skarlatidis mit der Flanke, Becker fürs Erste geklärt, doch Kaiserslautern will unbedingt den Sieg. Manfred Starke mit der letzten Aktion der Partie. Doch auch diese findet keinen Erfolg. Unter dem Strich ein sehr unterhaltsames Spiel, dem es im Endeffekt nur an den Toren mangelte. Doch beide werden damit leben können. Der Punkt ist auf jeden Fall sicher. Der Hallische FC empfing am 5. Spieltag zum Abschluss dieser Runde den FC Bayern München 2 und nach dem Superspiel gegen den VfL Wolfsburg im Pokal wollte man direkt anknüpfen. Die erste Möglichkeit hatte man dann auch auf Seiten der Hausherren, doch Trinkgut konnte den Ball noch nicht wirklich gut platzieren, sodass das Tor von Früchtl erstmal noch unbeschadet blieb. Und nun auch die Münchner Amateure. Will und Vried, der zu Welsmüller, da spielen sie ganz locker, ganz überlegen über die Außenbahn. Dann kommt die Flanke rein, Landgraf kann sich richtig klären, Welsmüller setzt fürs Erste nach und bringt dann auch einen Abschluss zustande. Auch wenn es nicht wirklich gefährlich war, sie näherten sich zumindest an und kamen in den 16er der Hallenser. Knappe halbe Stunde gespielt, die Bayern wurden besser. Das ist Kehan und Vried, der dann mal ansatzlos rauffällt und das Tor nur relativ knapp verfehlt. Er geht
rechts am Kreuzeck vorbei. Da fehlte nun wirklich nicht viel. Eisele kann nur noch hinterher schauen. Kurz vorm Seitenwechsel nur nochmal Halle. Beuth mit der missglückten Flanke, doch Trinkgut bleibt dran. Niedfeld, Jopek, und was für ein Tor! 41. Minute. Björn Jopek macht hier das Ding in der Phase, wo Bayern kurz davor war zu treffen. Sticht dann der hallische FC zu. Direkt nach Wiederbeginn. Wieder die Gäste besser. Welsmüller abgefälscht und dann Vrieth. Der lauert auf sowas, aber wie sich da Kai Eisele behauptet und groß macht, ist richtig stark. Kommt mit dem Knie ran, verkleinert das Tor aus Sicht des Schützen und somit weiterhin 1-0. Nun der hallische FC wieder gefordert. Das ist Sohm. Ein paar Körpertäuschungen und dann ist der Weg frei. Das 1-0 war schon durchaus ansehnlich. Wieder so ein wuchtiger Schuss. Jetzt sitzt er nicht direkt unter der Latte, aber trotzdem ein richtig guter und nicht zu parierender Abschluss. Und Bentley Baxter-Bahn setzte der Partie dann den Deckel drauf. In der 65. Spielminute. Danach passierte nichts mehr. Der FC Bayern konnte sich nicht mehr erholen, spielte insbesondere vor den Gegentreffern richtig gut, aber dann schlug der hallische FC eiskalt zu und siegt am Ende mit 3-0, wahrscheinlich sogar etwas zu deutlich. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video und tschüss.